Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmicker und ich begrüße heute den Umweltmediziner und Autor Dr. Dietrich Klingert. Hallo Dietrich. Hey, hallo. Gut, dich wiederzusehen. Ja, wie häufig ist denn eigentlich dieses ganze Thema Müdigkeit, Erschöpfung heutzutage? Was denkst du so? Du hast ja viel Erfahrung, 40 Jahre lang mindestens machst du das Ganze schon. Du hast gesagt, seit 86 hast du damit zu tun gehabt. Was sind so deine Erfahrungen? Wie häufig, wie prävalent ist eigentlich dieses ganze Thema? Ja, das Spannende vielleicht an dieser Erkrankung oder auch Enttäuschende ist, dass es praktisch auf universitärer Ebene fast keine Forschung gibt dazu. Ja, dass bis vor kurzem die chronische Müdigkeit versucht wurde darzustellen als eine psychologische Erkrankung, die zum Psychiater gehört. Und von daher gibt es fast gar keine relevante Forschung. Es gibt in Berlin an der Charité ein Zentrum, die sich um einen Aspekt der chronischen Müdigkeit kümmert, die Autoimmunerkrankung MI. Aber es gibt wirklich keine ernste Forschung. Meine eigene Erfahrung ist, dass fast jeder heute lebende Mensch betroffen ist davon. Und auf einem, also ich habe weder in meinem Bekanntenkreis noch in meinem Patientenkreis niemand, der sagt, er hat noch seine volle Lebensenergie zur Verfügung. Niemand. Also es sind alle mit eingeschlossen. Es ist nur auf dem Spektrum von 0 bis 100. Sind viele noch funktionsfähig und ich möchte mal sagen, an einem Ende vom Spektrum gibt es jetzt ja die internationale Abordnung, dass wir das ME nennen, Myalgic Encephalomyelitis. Ja, das ist das Vollbild und das, was das differenziert von anderen Formen der Müdigkeit, ist diese enorme Erschöpfung nach körperlicher Anstrengung. Ja, also andere Formen der Müdigkeit, die mit Stress zu tun haben oder mit chronischen Erkrankungen, da können die Leute moderat Sport oder Bewegung betreiben und es geht ihnen hinterher ein kleines bisschen besser. Ja, aber sobald das umschlägt, wenn nach der kleinsten körperlichen Anstrengung hinterher eine lange Phase kommt der totalen Erschöpfung, dann ist es das Vollbild der ME, die heute zum Glück anerkannt wird, zumindest in den USA und England, als chronische Erkrankung. Und die Häufigkeit, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach ist die Häufigkeit hat fast 100% erreicht. Natürlich die Häufigkeit von ME. Da gibt es auch keine Studien bis jetzt, keine ernsten Studien, obwohl die Erkrankung heute sehr, also die Extremform, genau definiert ist, was dazu gehört und was nicht dazu gehört. Da gibt es diese kanadischen Kriterien und dann gibt es die internationalen Kriterien, nach denen die Erkrankung beurteilt wird, damit man dann auch Rente bekommt oder damit der Staat eingeschaltet wird oder die entsprechenden Gesundheitssysteme im Land eingeschaltet werden, muss man diese Kriterien erfüllen. Und die Zahl ist heute unbekannt, die offizielle Ziffer ist, dass es so bei 5% liegt. Die inoffizielle Ziffer bei uns Ärzten schätzt, dass es bei etwa 20% liegt heute. Und die dann dramatisch, also exponentiell ansteigen. Das ist ziemlich gesichert. Und ganz kurz zu den Hintergründen, da kommt es ja jetzt dann auch als Frage, wird es ja kommen. Es gibt eigentlich drei oder vier große Theorien. Ja, die eine Theorie ist, es ist verursacht durch chronische Infektionen. Vor allen Dingen verschiedene Viren werden diskutiert. Da gibt es also unendliche Hunderte, vielleicht sogar über 1000 Artikel dazu. Die zweite Diskussion ist um die chronische Toxizität als Ursache, was früher im Vordergrund stand, so mehr offiziell war die Bleivergiftung und Quecksilber. Heute scheint viel, viel mehr relevant zu sein, die Aluminiumvergiftung und Glyphosat und andere Agrochemikalien, die eine große Rolle spielen. Dann der dritte Punkt sind die Autoimmunaspekte dieser Erkrankung. Das heißt, wenn Zellen vergiftet sind mit einem Giftstoff oder Zellen sind infiziert,
dann werden sie vom eigenen Immunsystem erkannt als geschädigt oder fremd und müssen eliminiert werden. Und ein großer Teil dieser Prozesse findet im Gehirn statt. Ja, da gibt es diesen Unterschied zwischen moderat und akut aktivierter Glia und der enorm inflammatorisch aktivierten Glia, die 90% vom Gehirngewicht sind nicht die Hirnzellen, sondern sind die Gliazellen, die Astrozyten und die Fibrozyten und die Gliazellen. Das ist alles eine Gruppe. Und wenn die überaktiv werden, fangen sie an, wirklich Nervenendigungen zu schädigen und Neuronen im Gehirn zu schädigen und die Blutgefäße zu schädigen und die Lymphgefäße zu schädigen. Und das ist der katastrophale Zustand. Und das ist der Zustand bei der ganz ernsten Geschichte, die du auch mitgemacht hast, ist die aktivierte Glia. Und die haupttherapeutischen Maßnahmen, die zumindest in der Schulmedizin heute anerkannt werden, ist die Glia-Aktivierung zurückzufahren. Und da werden natürlich in der Schulmedizin werden massive Mittel verwendet, wie Methotrexat und andere Mittel, die wir eher aus der Krebsforschung kennen. Und es gibt jetzt von den Biologics jetzt teure neue Mittel, die gewisse Erfolge zielen. Das ist der Autoimmunaspekt. Und dann der vierte Aspekt, der eigentlich alles zusammenbringt, sind die Mitochondrien. Ja, es gibt keine chronische Müdigkeit ohne Versagen der Mitochondrien. Ja, und man schaut auf zwei Dinge. Einmal ist es die absolute Zahl der Mitochondrien. Ja, in einer normalen Zelle, eine normale Zelle hat ungefähr 1500 Mitochondrien. Ein paar von unseren Organen haben mehr. Ein gesundes Herz oder hat ungefähr 20.000 Mitochondrien pro Zelle. Und im Gehirn ist es unterschiedlich, je nach Hirnareal und je nachdem, was der Eigner des Gehirns benutzt, entwickeln sich da über die Zeit mehr oder weniger Mitochondrien. Und was schwer diagnostisch oder schulmedizinisch schwer zu erfassen ist, ist die Mitochondrienzahl und die wirkliche Aktivität der Mitochondrien, die man eigentlich ja nur feststellen kann, wenn man zum Beispiel Gehirnbiopsie macht. Ja, denn es kann gut sein, dass jemand massive chronische Müdigkeit hat, aber wenn ich im Blut schaue oder dann schaue ich die Mitochondrien an in den weißen Blutkörperchen. Und diese Mitochondrien sind völlig unterschiedlich als die zum Beispiel im Corpus callosum oder im Hippocampus im Gehirn. Und das heißt, wir haben eigentlich außer meiner ART-Methode heute keine Methode, die wirklich im Rückenmark, im Gehirn, im Zentralnervensystem ermitteln kann, wie geht es den Mitochondrien da. Wir können das immer nur im Blut schauen, in Geweben, die relativ weit entfernt sind davon und können da Schlüsse ziehen. Aber die Hauptvorgangsweise für uns Ärzte und andere Behandler ist natürlich der, dass wir versuchen, die Mitochondrien zu unterstützen, wo wir können und dann schauen, wo wir Erfolge haben und können dann rückschließend sagen, okay, es waren die Mitochondrien. Ja, aber es gibt bis heute keine anständige Diagnostik. Und viele würden jetzt mir widersprechen und sagen, ja, wir haben doch aber den Test oder den Test oder den Test. Ich sage aber ganz klar, solange der Test nicht über eine Biopsie vom Gehirn gemacht wird, haben wir keine Ahnung, was in den Mitochondrien vorgeht, die relevant sind bei der Erkrankung. Ja, denn es geht nicht um die Mitochondrien im Blut oder im Oberschenkel. Es geht um die Mitochondrien im Zentralnervensystem. Und da haben wir bis jetzt keinen Zugang, außer im Tierversuch. Und dadurch, dass die Ursachen der ME-Erkrankung, der chronischen Müdigkeit, bis jetzt von den Universitäten bestritten werden, gibt es auch keinen angeglichen Tierversuch. Ja, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay,
eine Bleivergiftung oder eine Vergiftung mit Aluminium macht bei einer bestimmten Menge der Vergiftung macht diese Erkrankung, dann könnte man Tierversuche anlegen. Solange aber gesagt wird, ja, ME einmal gibt es sie gar nicht und Toxine spielen schon gar keine Rolle, dann haben wir kein Versuchsmodell, das an den Unis verwendet werden kann. Ja, und da, von da, das sind so ein paar Dinge, die ich einfach aufzeichnen will, die im Hintergrund, eine große Rolle spielen. Ja. Ja, es ist sehr schade, dass viele der heute prävalenten Krankheitsbilder einfach von der Schulmedizin gar nicht anerkannt werden. Man wird dann auch in die Psycho-Ecke zum Beispiel oft gerückt. Ne? Gerade, du hattest gesagt, das wird auf Stress geschoben. Das ist mir natürlich auch passiert. Am Anfang sind die Freunde dann noch am Anfang verständnisvoll und dann irgendwann heißt es jetzt, reiß dich doch mal am Riemen, oder? Ich bin auch abends mal müde. So. Es gibt dann einfach kein Verständnis, zumal man jetzt auch nicht unbedingt schlecht aussieht, solange man noch so auf so einem Low-Level in der Gesellschaft irgendwie mitmachen kann. Ne? Aber bei mir hat das angefangen, ich hatte eigentlich so drei Traumata, Trennung von meiner Tochter und Familie, dann kam ein Fahrradunfall und danach war dann das, was du eben gesagt hast, wie hast du das genannt, Müdigkeit nach körperlicher Anstrengung. Also ich konnte danach keinen Sport mehr machen, ohne nicht ins Koma zu fallen, also zwei Stunden lang weg zu sein und war dann meistens auch zwei Wochen krank danach. Ne? Also kriegt dann Herpesausbrüche im Auge und solche Sachen. Ja. Und da hast du dann eben von ME gesprochen. Wir haben das noch gar nicht so, glaube ich, im Kongress so richtig differenziert. CFS, ME, wo ist da der Unterschied?